Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer ersten Veranstaltung der DEG, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, im diesjährigen Programm, das dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet ist. Sie wissen, dass der 27. Januar. Ich danke mich bei der Landeszentrale für die Unterstützung und danke vor allen Dingen Cornelius Kopf-Finke, der den Opfern heute Abend wieder seine Stimme geben wird. Im Zentrum des heutigen Abends soll dieses Buch stehen. Die Geschichten dieses Buches für immer gezeichnet, die Geschichte der Ostarbeiter, herausgegeben von Memorial Moskau und der Heinrich-Böll-Stiftung im Jahr 2019. Das ist eine Übersetzung der 2016 in Moskau erschienenen russischen Bandes. Memorial, das ist mit vollem Namen die Internationale Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge. Herausgeberin dieses Buches war unter anderem Irina Scherbakowa, die jüdische Menschenrechtlerin, die im Dezember für Memorial gemeinsam mit belarussischen und ukrainischen Menschenrechtsinitiativen den Friedensnobelpreis entgegennehmen durfte. Unsere heutige Lesung über die Ostarbeiter, über dieses Buch ist deswegen auch eine Verbeugung vor der mutigen Arbeit der Menschen von Memorial, der Arbeit der Aufklärung und Erinnerung an die Opfer vor allem sowjetischer und russischer Gewaltherrschaft. Nicht nur, aber eben vor allem. Wegen dieser Arbeit ist Memorial auch zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine von Putins Regierung enteignet und verboten worden. Das Buch ist auch ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Eine Zusammenarbeit, die eben nicht fürchtet, dass die Aufklärung des einen Verbrechens ein anderes Verbrechen verkleinern oder gar vergessen machen würde, die vielmehr im Gegenteil darauf setzt, dass jede Aufklärung auch das Wissen und das Bewusstsein für jedes andere Verbrechen schärfen kann, egal wo es verübt wird. Menschenrechte sind eben unteilbar. Für immer gezeichnet, das war nicht nur die sichtbare Stigmatisierung durch den Aufnäher Ost in Nazi-Deutschland, sondern auch das unsichtbare, aber ebenso schmerzhafte Stigma als Kollaborateure, der aus Krieg und Zwangsarbeit in die Heimat der Sowjetunion zurückgekehrten. Diese Belarussen, diese Ukrainer und diese Russen hatten ja nur ein Leben. Und wenn man an sie denkt und sie würdigt, muss man eben über ihr ganzes Leben sprechen, über das ganze Leid. In diesem Buch begegnen uns Namen von Städten und Orten, von denen wir bis vor kurzem kaum mal etwas gehört hatten. Aber inzwischen kennen wir viele von ihnen aus den Nachrichten des heutigen Krieges. Wenn wir den Zeugnissen dieses Buches zuhören, können wir vielleicht auch etwas besser verstehen, auf welchen geschichtlichen Erfahrungen und Leiden und Lehren das Handeln der Menschen in der Ukraine heute beruht. Das Buch ist keine Sammlung von Lebenserinnerungen. Für Erinnerungsbücher, wie wir sie von vielen gerade jüdischen Überlebenden kennen, gab es für die Ostarbeiter nach der Rückkehr in die Sowjetunion gar keinen öffentlichen Raum. Und die nach Deutschland Verschleppten kamen weit überwiegend nicht aus sozialen und kulturellen Traditionen der Schrift und von Büchern. Dieses Buch ist vielmehr Ergebnis eines Aufrufs von Memorial im Jahr 1990, also nach der Perestroika, an die früheren Ostarbeiter über ihr Leben endlich zu berichten. Und die Folge war ein regelrechter Sturm der Befreiung, nun endlich über diese Zeit sprechen zu können. Über 400.000 Briefe kamen bei Memorial an, mit Bildern, mit Postkarten, anderen Erinnerungsstücken und einem Tagebuch. Mit über 200 Menschen hat Memorial dann Gespräche geführt, die im Buch auszugsweise zitiert werden. Und das ist auch der Stoff, aus dem wir dann nachher auch direkt vortragen werden. Soweit meine einführende Erläuterung. Wir werden jetzt nach einer Einleitung über die deutsche Zwangsarbeiterpolitik uns im Folgenden an die Gliederung des Buches halten. Zunächst kommen zwei kürzere Teile. Titel vor der Verschleppung nach Deutschland und die Deportation. Dann folgt der Hauptteil, das Leben in Deutschland. Und daran schließen sich dann die kürzeren Kapitel zwischen Deutschland und der UdSSR und schließlich
in der Heimat an. Rechnen Sie so ungefähr mit jetzt knapp einer Stunde Vortrag von mir und Cornelius Kopfwinkel. Also zunächst, ich glaube, über den Charakter des deutschen Erinnerungs- und Vernichtungsfeldzuges gegen die Sowjetunion muss ich hier keine Worte verlieren. Auch die militärische Strategie interessiert uns heute nicht. Um aber die deutsche Politik der Rekrutierung von Zwangsarbeitern zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, die Nazi-Strategen sahen in ihrer Analyse, in ihrer Auswertung der Folgen des Ersten Weltkrieges drei Probleme, die im nächsten geplanten Krieg gelöst werden müssten. Der Mangel an Rohstoffen, der Mangel an Devisen und der Mangel an Arbeitskräften. Devisen und Rohstoffe sollten aus den überfallenen Ländern beschafft werden. Und das hat ja auch im weiten Sinne auch geklappt. Es blieb das Problem des Mangels an Arbeitskräften für die Kriegsproduktion als Ersatz für die Soldaten, für die Männer, die als Soldaten an der Front waren. Die Nazis haben zwei Möglichkeiten erörtert. Entweder der Einsatz von mehr deutschen Frauen oder der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte. Bei letzteren, den Ausländern, gab es eigentlich große ideologische Vorbehalte wegen möglicher rassischer Vermischung. Aber die Frauen in die Fabriken zu holen, erschien den Nazis nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs dann doch als die noch schlechtere Lösung. Und so entschieden sie sich dann doch für den Einsatz ausländischer Arbeitskraft und im Laufe des Krieges immer zunehmend großer Zahl. Es begann mit polnischen Kriegsgefangenen, 39, setzte sich fort mit polnischen Zivilarbeitern, Zwangsarbeitern für die Landwirtschaft, dann mit Franzosen und Belgiern und Holländern. Der Verlauf des Krieges führte dazu, dass ab 1942 auch Zivilarbeiter aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt wurden, was zunächst von den Nazis aus wiederum rassischen Gründen strikt abgelehnt worden war. Auf dem Höhepunkt im Sommer 1944 lebten ca. 7,8 Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland, davon 2,8 Millionen aus der Sowjetunion, 1,7 Millionen aus Polen, 1,3 Millionen aus Frankreich und dann noch viele andere besetzte und eroberte Länder. Mehr als ein Viertel aller Beschäftigten im Reich waren damit dann Ausländer. Und in der Rüstungsindustrie waren es sogar noch weit mehr. Ohne diese Menschen hätte weder die Ernährung der Deutschen noch die Waffenproduktion im Krieg sichergestellt werden können. Und wenn man sich diese Zahlen ansieht, dann sieht man auch, man zeigen die auch, die Zwangsarbeiter, die vor einigen Jahren in 20.000 Lagern oft in der Nähe der Fabriken untergebracht worden sind. Sie lebten halt mitten in der deutschen Gesellschaft. Alle Deutschen konnten und mussten sie sehen, begegneten ihnen irgendwann. Und die Gefahr einer, wiederum Anführungszeichen, Vermischung, vor der die Nazis sich so fürchteten, war dann doch nicht so ganz klein, wie das so ist, wenn man mitten in der Gesellschaft lebt. Vor allem aus diesem Grunde wurde strikt darauf geachtet, dass die Hälfte der Zwangsarbeiter Frauen waren, damit das in den Augen der Nazis Allerschlimmste, nämlich sexuelle Kontakte auch mit Deutschen, sich nicht etwa naturwüchsig ergaben. Und vor allen Dingen, wenn schließlich die Beschäftigung selbst von Russen oder Ukrainern und Belarussen nicht zu vermeiden war, mussten die aber einem strikten Regime der Ausbeutung und Unterdrückung unterworfen werden. Vorwiegend Unterkunft in bewachten Baracken, das Verbot, öffentliche Einrichtungen zu benutzen, denkbar schlechte Behandlung und Ernährung, öffentliche Markierung als minderwertig durch das Zeichen Ost, in Großbuchstaben OST, wie vorher das große P für die Polen, willkürliche und schwerste Strafen bei geringsten Vergehen. Alle diejenigen Zivilarbeiter, die aus den von Deutschland besetzten Gebieten der Sowjetunion deportiert worden waren, wurden als Ostarbeiter bezeichnet von den Nazis. Wir werden diesen Begriff der Nazis verwenden, auch ohne die Anführungszeichen immer mitzusprechen, einfach weil er ja eine geschichtliche Tatsache bezeichnet. Die Ostarbeiter standen am unteren Ende der Hierarchie, die auch hier strikt beachtet wurde. Ihre Arbeit war noch schwerer,
Ihre Ernährung war noch schlechter, Ihre Behandlung noch brutaler als die der etwa der Franzosen und der Polen. Unter Ihnen standen nur noch die KZ-Häftlinge und hier natürlich die Jüdinnen und Juden. Das erste Kapitel in dem Buch, vor der Verschleppung nach Deutschland. Schon im Spätherbst des Jahres 1941, als der deutsche Überfall zu stocken begann, wurde von der deutschen Führung der Beschluss vorbereitet, auch aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion Arbeitskräfte zu rekrutieren. Das waren dann vor allem die Gebiete des sogenannten Reichskommissariats Ukraine, des Generalkommissariats Weißruthenien, ein anderer Name damals für Weißrussland, heute Belarus, und einige westliche russische Provinzen. Aber jetzt wechseln wir die Perspektive weg von der Beschreibung deutscher Politik hin zu den Erinnerungen der früheren Ostarbeiter. Zunächst an die Zeit vor dem Krieg und dann an den Überfall Nazi-Deutschlands 1941. Über die Vorkriegsjahre erzählen die Berichte und Interviews der früheren Ostarbeiter wenig. Sie lagen ja auch in der Regel in der Kindheit der Deportierten. Die meisten waren beim Zeitpunkt der Deportation jung. Im Durchschnitt kaum 20 Jahre alt, oft noch viel jünger. Ihre Vorkriegserfahrung und die Wahrnehmung der deutschen Okkupation waren auch dadurch geprägt, dass sie mehrheitlich aus Dörfern und kleinen Orten kamen, aus armen und kinderreichen Familien. Daher sind die Jahre des erzwungenen Hungers auf dem Land und des stalinistischen Terrors in den Jahren 36, 37 durchaus präsent, obwohl so lange nicht offen darüber gesprochen werden durfte. Man hat uns alles weggenommen. Die Kuh, ein paar Pferde, das Schwein. Und hat uns aus unserem Haus gejagt, einfach auf die Straße. Warum man uns rausgejagt hat? Weil wir nicht in den Kolchos wollten. Naja, und dann sind wir doch in den Kolchos gegangen. Was sollten wir denn machen? Alle hatten Angst. Ich war noch ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt. Da hab ich überlegt, wie ich mich am besten aufhängen kann, weil mir das Brot in die Pfütze gefallen war. Ich konnte doch nicht ohne Brot nach Hause kommen. Großmutter war Invalidin, Vater hatten sie verhaftet, mein Bruder war noch klein. Unserer Mutter waren nur noch 3 geblieben. Ich, ein Bruder und eine Schwester. 1933 war eine große Hungersnot, grauenvoll. Ganze Straßenzüge starben aus, eine ganz schlimme Erinnerung. Mutter arbeitete im Schweinestall. Da gingen wir manchmal hin, aßen zusammen mit den Schweinen aus dem Trog und fertig. Wir hatten so ein Buch, das hieß »Der Genosse«. Darin waren die Porträts unserer Parteiführer abgedruckt. Die Lehrerin sagte, wir sollten es auf einer bestimmten Seite aufschlagen und ein bestimmtes Foto durchstreichen. Das ist ein Volksfeind. Wir haben es gemacht. Am nächsten Tag wieder. Streich dieses Foto durch. Das ist auch ein Volksfeind. Wir lebten in ständiger Furcht. In den ersten Tagen des deutschen Überfalls, also im Sommer 1941, glaubten viele noch an die Propaganda eines schnellen sowjetischen Sieges. Umso mehr wurden sie vom ungeordneten Rückzug der Roten Armee enttäuscht und von der chaotischen Evakuierung, die ja auch nur für die Privilegierten galt. So wurden die deutschen Soldaten mit Angst erwartet, mit Neugier, von einigen auch mit Sympathie. Irina Wattmann erinnert sich an die Worte ihres Großvaters, Zitat, »Die Deutschen sind kultivierte Menschen, sie haben die Uhr erfunden.« Um dann fortzufahren, Zitat, sie hätten sehen sollen, wie die Deutschen in Odessa einmarschiert sind. Die Straßen waren voller Menschen. Sie überreichten den Deutschen Brot und Salz und freuten sich. Endlich wird Ordnung einziehen.
Ordnung zog tatsächlich ein. Vor der Feuerwache wurde ein Galgen aufgestellt, an dem hingen drei Männer. Einer davon war mein Großvater, der immer gesagt hatte, die Deutschen wären kultivierte Menschen. Zitat Ende. Die Enttäuschung über die deutsche Besatzung kam sehr schnell und sehr gründlich. Schon im Herbst 1941 wurde von ihnen eine Arbeitspflicht vor Ort jeweils eingeführt, Lebensmittel und Rohstoffe requiriert, Kommunisten und Juden systematisch verfolgt, die gesamte Bevölkerung der Willkür der Besatzungsmacht unterworfen, wieder herrschte der Hunger. Die jungen Menschen, die in den nächsten Monaten und Jahren zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurden, hatten sich in den Monaten der Besatzung schon durchkämpfen müssen. Sie hatten Verrat und Anpassung erlebt, Habgier und Brutalität, waren auch Zeugen alltäglichen Mordens geworden. Sie hatten sehr früh erwachsen werden müssen. Die Zeitzeugen hatten schreckliche Erinnerungen an diese Zeit. Am qualvollsten aber schildern sie das Warten auf die Verschleppung in die Fremde, die ja jeden Tag passieren konnte. Das führt zum zweiten Kapitel, die Deportation. 1939 hatten die Nazis vor den Zwangsarbeitern ja schon Kriegsgefangene aus Polen nach Deutschland gebracht. Das wurde jetzt 1941 im Krieg gegen die Sowjetunion nicht mehr im großen Maßstab gemacht. Es gab es auch, aber nicht mehr im großen Maßstab, denn die erste große Welle an sowjetischen Kriegsgefangenen war stattdessen durch Hunger und Krankheiten schon millionenfach ermordet worden. Daher baute die deutsche Militärverwaltung in den besetzten Gebieten ein Netz von Arbeitsämtern, so hießen sie, auf, über das sie zunächst versuchte, Zivilarbeiter als Freiwillige anzuwerben. Mit Versprechen wie diesem. Zitat eines Flugblattes: In Deutschland erhalten Frauen und Kinder gute Wohnungen, gesunde Nahrung, gute Kleidung, werden medizinisch versorgt und führen tatsächlich ein freies und wahrhaft glückliches Leben. Kommt zu uns arbeiten. Das neue Leben wird euch bringen, was 25 Jahre lang nur leere Worte waren: Freiheit, Menschlichkeit, Frieden und wahres Glück. Soweit dieser Aushang. Über die Beweggründe, sich freiwillig zu melden, erzählt Nina Odolinskaja zum ersten Mal in ihrem Leben, später dann bei der Befragung, denn das hatte sie in der Sowjetunion immer verschweigen müssen. Und man hört auch immer noch, dass sie sich dafür rechtfertigt. Ich habe lange geschwankt, als die Deutschen mit der Werbung begannen. Das Leben war unerträglich geworden. Es herrschte Hunger. An Studieren war nicht zu denken. Arbeit gab es keine. Die Front rückte immer weiter nach Osten und mich packte ein Gefühl von Ausweglosigkeit, der Anwerbung zu folgen und zum Arbeiten nach Deutschland zu gehen, erschien mir als einziger realer Ausweg. Also ging ich zur Anwerbestelle. Wir waren viele Freiwillige, ein ganzer Güterzug voll. Und das waren nicht irgendwelche Kontras, Volksfeinde oder erbitterte Vaterlandsverräter. Das waren lauter Leute, die verzweifelt waren über ihre Lage und sich nicht an die neue Macht anpassen konnten, und Menschen, die alle Angehörigen und ihr Zuhause verloren hatten, denen nichts und niemand auf der Welt geblieben war. Aber die ersten Nachrichten der Angeworbenen, also der Freiwilligen, über ihre wahre Lage in Deutschland und die Anwerbelügen sprachen sich dann doch schnell herum, und Freiwillige meldeten sich dann bald kaum noch. Deshalb begannen die Arbeitsämter im Frühjahr 1942, die für die Zwangsrekrutierung erfassten Personen auf die Ämter einzubestellen. Aber das reichte auch in keiner Weise. Und deswegen wurden der Verwaltung und auch den Einheimischen, jeweils einheimischen Hilfskräften, Quoten der Rekrutierung in ihren Gemeinden auferlegt, die mit der Androhung von Gewalt und schließlich mit Gewalt durchgesetzt wurden. Aus einem der Bescheide, die die jeweiligen Personen bekommen haben, kann man zitieren:
Im Falle Ihres Nichterscheinens wird die Befolgung dieses Bescheids durch Zwangsmaßnahmen gegen Sie oder Ihre Angehörigen herbeigeführt. Außerdem wird die Verletzung Ihrer Arbeitspflicht mit Zuchthaus, Gefängnis und mit Einweisung in ein Zwangsarbeitslager geahndet. Die jungen Menschen in den besetzten Gebieten wurden schließlich willkürlich auf der Straße, auf Märkten, bei der Arbeit aufgegriffen und ohne die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, verschleppt. Jede Flucht wurde durch Vergeltungsmaßnahmen natürlich erschwert. Ich hätte fliehen können, mich irgendwo verstecken, aber es gab eine Order für unser Dorf. Wenn ich weglaufe, nehmen Sie meine Mutter oder meine Schwester. Darum ist niemand geflohen. Ich bin in der Nähe des Marktes in eine Razzia geraten. Zum Glück hat mir ein Bekannter geholfen, der gehörte wohl zur Stadtpolizei. Er hat gesagt, Sie haben dir deinen Ausweis abgenommen? Geh aufs Arbeitsamt, versteck dich nicht. Ich warne dich, in deinem Ausweis steht deine Adresse. Sie kommen zu dir nach Hause, wenn du abgehauen bist. Erschießen sie vielleicht alle, die gerade da sind. Egal, ob Angehörige oder nicht. So war das. Naja, ich musste also aufs Arbeitsamt gehen, mit Sachen und dann ab nach Deutschland. Allein von April bis Dezember 1942 wurden so 1,3 Millionen Menschen ins Deutsche Reich gebracht. Zur Hälfte Frauen eben, über die Gründe haben wir schon gesprochen. Das Durchschnittsalter knapp 20 Jahre, viele jünger und sehr jung. Die oft bis zu 2 Wochen lange Fahrt in Güterwaggons gehört in den Erinnerungen zu den dramatischsten Erfahrungen dieser jungen Menschen, eine tiefe seelische Erschütterung. Sie wurden zum ersten Mal von ihren Familien getrennt, hatten Angst vor der ungewissen Zukunft. Flucht war unmöglich. Was hätten sie in dem fremden Land ohne Sprachkenntnisse auch tun können? Meine Mutter war zum Bahnhof mitgekommen. Auch von anderen waren Angehörige da, aber sie durften nicht mehr zu uns. Die Deutschen hatten uns mit Hunden umringt und keinen herangelassen. Sofort stürzten die Schäferhunde los, deshalb konnten sie nicht zu uns. Dann trieben sie uns in den Wagen mit Stiefeltritten. Das war ein Geschrei. Alle schrien, Mama, Mama. Die Eltern haben geschrien und wir haben geschrien, nicht weinen, Mama, nicht weinen, Mama. Wir wurden in der Nähe von Cherson in einem Güterwagen verladen, alle zusammen, Jungen und Mädchen. Die Jungen erleichterten sich in der einen Ecke, die Mädchen in der anderen. Von einem Mädchen war der Bräutigam unter den Jungs und sie hat sich geniert. Davon ist ihre Blase geplatzt und sie ist gestorben. Die Fahrt dauerte bestimmt so 10 Tage. Wir wurden in Viehwaggons verladen. Ich weiß noch, das war so ein roter Waggon. Drinnen lag Stroh. Manchmal hat einer die Tür aufgemacht, uns was hingeworfen und wieder zugemacht. Jeder hat um sein Leben gezittert und gedacht, hoffentlich werde ich nicht umgebracht. So sind wir gefahren, im Dunkeln, auf Stroh. Das erste Mal rausgelassen wurden wir in Krakow zum Wasser trinken. Und meine Gedanken sind gerast. Vielleicht kann ich mich verstecken. Ich habe mich versteckt. Der Zug ist angefahren mit meinem Koffer und ich bin zurückgeblieben. Ich war ratlos und habe mich gequält. Wohin kann ich gehen? Wen kann ich fragen? Dann haben sie mich doch gefasst und zum Sammelpunkt gebracht. Also
habe ich meinen Transport wieder eingeholt und auch meinen Koffer wiedergefunden. Das dritte Kapitel heißt dann eben das Leben in Deutschland. Nach den unmenschlichen Bedingungen auf dem Transport waren sie auf das Schlimmste gefasst und so kam es dann auch. In den ersten Durchgangslagern, oft provisorisch eingerichtet, erlebten die Frauen und Männer nach dem Transport die erste bewusst erniedrigende Aufnahmeprozedur. Rasur der Haare, Desinfektion, medizinische Untersuchung, nackt, nach sogenannten Rassemerkmalen untersucht und, wie Warwara Kramarenkova berichtete, Zitat, was uns als erstes sehr erniedrigt hat, war dieses Pappschild mit einer Nummer, das man uns um den Hals gehängt hat. Meist direkt in diesen Sammellagern geschah auch die Verteilung der Angekommenen auf die zukünftigen Arbeitsstellen. Die Deutschen, die einen Antrag auf Zuteilung gestellt hatten, kamen dorthin und suchten sie wie auf einem klassischen Sklavenmarkt aus. Wir mussten aussteigen. Ein Polizist übersetzte für uns. Jetzt werden die Arbeitsstellen zugewiesen. Es kamen immer mehr Leute. Die mussten uns von Kopf bis Fuß, als wären wir Pferde. Dann bezahlten sie irgendetwas, unterschrieben und nahmen die Leute mit. Am ersten Tag hat mich keiner gekauft. Ich ging erst am zweiten Tag weg. Du wirst gekauft wie ein Gegenstand. Sie wählten uns so aus. Sie guckten nach, ob wir gesund sind, überprüften unsere Arme und Beine, also ob wir arbeiten können. Für die Textilfabrik, in die ich kam, suchten sie sich junge, eher zierliche, geschickte Mädchen aus. Die großen, kräftigen, robusten wurden für schwere Arbeiten genommen. Wir waren beeindruckt, wie gut die Leute gekleidet waren, die uns aussuchten. Meinen Vater betrachteten sie mit Abscheu. Er war ausgezehrt, abgerissen und mager. Sie prüften seine Muskeln, aber da war nichts. Dabei war er früher ein kerngesunder, stattlicher Mann gewesen. Viele erinnern sich an die erste Fahrt zu ihren Arbeitgebern, die sie eben gekauft hatten. Es beeindruckte sie, wie sauber und gepflegt und wohlhabend alles in Deutschland aussah, in den Städten und auch auf dem Land. Aldona Wolinskaya erzählte, Zitat, gleich auf dem Bahnhof hatte ich den Eindruck, alle Menschen seien einer Modezeitschrift entsprungen. Das war eine andere Welt. Zitat Ende. Deutschland erschien jetzt buchstäblich als Paradies. Sie kamen ja überwiegend aus Landstrichen, die die Hungerkatastrophen hinter sich hatten und die Zerstörung durch den deutschen Überfall. Die Lebensverhältnisse der Ostarbeiter waren zum Teil je nach Arbeitgeber unterschiedlich. Dazu kommen wir gleich. Aber gemeinsam war für alle die Rechtlosigkeit, die Demütigung und demonstrative Herabsetzung. Sie hatten alle das Zeichen Ost, O-S-T, auf ihrer Kleidung sichtbar zu tragen. Exakt 7x7 cm groß, Untergrund blau, Schrift weiß, alles genau vorgeschrieben. Sie waren dadurch immer markiert und ausgesondert. Es war immer klar, dass sie selbst unter den Zwangsarbeitern auf der untersten Stufe der Hierarchie standen. In der Heimat hatten sie oft ein schweres Leben gehabt, hier waren sie Sklaven. Es war sehr erniedrigend, dass wir diesen Flicken mit dem Buchstaben Ost tragen mussten, damit jeder sehen konnte, wer wir sind, erzählte Maria Atembieva. Die für diesen Band dieses Buch Interviewten sprachen nicht gern über diesen Schandfleck. Wenige hatten den Flicken aufgehoben und dann in der Sowjetzeit gut versteckt. Aber darüber hinaus machte es schon einen großen Unterschied, wo die Ostarbeiter Zwangsarbeit verrichten mussten. Etwas leichter hatten es die jungen Mädchen, die im Haus von kinderreichen Familien arbeiteten.
Es kam vor, dass sie tatsächlich etwas fast zu Familienmitgliedern wurden, weil die Kinder dann nach einiger Zeit an ihnen hingen. Aber gleichzeitig empfanden die Ostarbeiterinnen in diesen Familien auch noch deutlicher, dass sie Menschen zweiter Klasse waren. Sie durften nicht mit am Tisch sitzen, sie wurden schnell zu Unrecht beschuldigt und bestraft. In der Landwirtschaft war die Arbeit meist härter, aber die Lebensumstände und Behandlung waren dann doch jeweils auch von den Bauern und vor allen Dingen von den Bäuerinnen abhängig, die die Bauer vertreten mussten, weil der an der Front war. Jedenfalls auf den kleineren Höfen gab es bisweilen eine weniger demütigende Behandlung, selten bei den Großbauern und auf den großen Gütern. Ganz anders war die Situation in den Betrieben, vor allen Dingen den Rüstungsbetrieben und dem Bergbau. Hier waren die Ostarbeiter in aller Regel in Barackenlagern untergebracht, meist in der Nähe der Betriebe, bewacht von brutalen Wachleuten, oft unter Stacheldraht, der Tagesablauf war streng geregelt. Im Wald stehen Baracken. Ein hoher Zaun drumherum, ein Wachturm, darauf ein Polizist mit Hund. In der Baracke Zimmer für je 10 Personen. In den Zimmern Doppelstockpritschen. Unten eine Pritsche, oben eine Pritsche. Aus Holz. Vorhänge durften an den Betten und zwischen den Betten nicht angebracht werden. Das war verboten. Man durfte auch nicht auf einem fremden Bett sitzen. Wenn wir von der Arbeit kamen, sollten wir auf unser Bett klettern und dort sitzen oder liegen bleiben. Wir durften auch nicht zu zweit oder dritt auf einem Bett liegen. Es gab große Fenster. Darunter stand ein langer Tisch mit Bänken. Dort durfte man sitzen, essen und Kaffee trinken. Um 5 Uhr war Wecken. Alle mussten draußen antreten. Dann wurde durchgezählt. 1, 2, 3. Es kam häufig vor, dass jemand krank war oder nicht aufstehen konnte. Dann stimmte die Anzahl nicht. Und es wurde nochmal und nochmal gezählt. Irgendwann waren dann alle da. Danach bildeten wir Viererreihen und es kam der Befehl im Gleichschritt Marsch. Die Arbeit begann um 8. 2 Stunden mussten wir bis dahin laufen. Nach der Ablösung um 3 werden wir ins Lager zurückgeführt und da wiederholt sich noch einmal die Prozedur mit dem Durchzählen. So gegen 4 sind wir endlich da und rennen los. Rennen so schnell wir können in die Essensbaracke. Dort füllt man uns Wassersuppe in die Schüsseln. Die ölverschmierte Arbeitskleidung auf den nackten Körper. Ich hatte nichts außer dieser Arbeitskleidung, Jacke und Hose. Keine Unterwäsche, nichts. Irgendwas aus Sackleinen an den Füßen, die in diesen hölzernen Dingern steckten, Holzpantoffeln, an denen du dir die Füße blutig gescheuert hast. Sonst hatte ich nichts. Wer den Versprechungen und Verheißungen auf ein besseres Leben in Deutschland, vor allen Dingen sich hier satt essen zu können, geglaubt hatte, wenn das jemand geglaubt haben sollte, der wurde schnell eines Schlechteren belehrt. Hunger wurde der ständige Begleiter, von dem alle berichten, die in Lagern untergebracht waren. In der Haus- und Landwirtschaft war es etwas leichter. Die Zwangsarbeiter aus Westeuropa sollten theoretisch ähnliche Rationen wie die Deutschen bekommen. Außerdem gab es für sie jedenfalls die Möglichkeit, Pakete von zu Hause zu bekommen. Für die Ostarbeiter war das nur in der ersten Zeit und nur auch äußerst selten überhaupt möglich. Kein Wunder also, dass diese Menschen ständig darüber nachdachten, wie sie an zusätzliches Essen herankommen könnten. Und wenn sie etwas stehlen konnten, was sie unter normalen Verhältnissen nicht getan hätten, dann taten sie es auch. Auch die unverhältnismäßig schweren Strafen, oft für Kleinigkeiten, die Einweisung ins KZ, hinderten sie nicht daran.
Die Bereitschaft, alles gegen den Hunger zu tun, wurde noch dadurch verstärkt, dass die Läden für die Deutschen immer noch voll von Lebensmitteln waren. Man muss erst mal begreifen, was das ist. Hunger. Hunger ist nicht der Wunsch, etwas zu essen. Hunger ist, wenn man ständig nichts zu essen hat. Ständig. Deine Wirbelsäule klebt schon am Bauch, dir ist übel und schwindlig und du denkst nur darüber nach, wo du etwas zu essen bekommst. Für ein Stück Brot hätte ich alles hergegeben. Ich habe immer die Norm geschafft. Ich musste meine Norm einfach schaffen, denn sonst hätte ich keine Essensmarke bekommen. Und wenn ich fast dabei draufging, die Norm habe ich geschafft. Ich habe gearbeitet, um zu überleben. Es waren Kartoffelschalen in der Suppe. Vor allem aber Rüben. Manchmal fanden sich ein paar Makaroni und Suppennudeln. Alles verdorbenes Zeug. Es stank schon 3 Kilometer vor der Kantine, wenn man zum Essen ging. Wir waren nur noch Haut und Knochen, keine Menschen mehr, sondern Mumien. Keine Ahnung, wie wir uns auf den Beinen halten konnten. Uns hat gerettet, dass wir jung waren. Die allermeisten Ostarbeiter wurden im Bergbau und in der Industrie, vor allen Dingen dann in der Rüstungsproduktion beschäftigt. In der Regel über die Zeit in verschiedenen Betrieben, vor allem gegen Kriegsende, wurden sie vermehrt hin und her geschoben. Bei allen Unterschieden war die Arbeitssituation für sie doch ähnlich. Die Arbeitszeit betrug 6 Tage in der Woche, mindestens 10 Stunden, meist 12 Stunden am Tag, in Tag- und Nachtschichten. Von der Schwäche wegen Unterernährung haben wir schon gehört. Die jungen Menschen waren unerfahren und nicht eingewiesen. Daher war die Gefahr von Verletzungen sehr hoch. Für die Produktion von Ausschuss, die unter diesen Bedingungen unvermeidlich war, wurden harte Strafen verhängt. Auch die Ostarbeiter erhielten eine Entlohnung, viel weniger als die Deutschen, auch viel weniger als die westeuropäischen Zwangsarbeiter. Und es blieb ihm kaum etwas auf der Hand. Sie mussten ja für ihre Unterkunft und für das Essen bezahlen. Und oft bekamen sie nur Wertmarken, die man dann nur in den werkseigenen Läden einlösen konnte. So ein System der Ausbeutung hatte schon Friedrich Engels 100 Jahre zuvor beschrieben. Anfangs sollte ich Teile mit Aceton reinigen und mit Schmierfett. Meine Hände sind angeschwollen von dem Aceton. Ich habe nichts bekommen, musste mit nackten Händen arbeiten. Nicht nur, dass ich die Dämpfe einatmen musste, auch meine Haut wurde davon angegriffen. Dann wurde ich richtig krank, eine Acetonvergiftung. Der Lagerarzt hatte Mitleid mit mir, hat alles unternommen, um mich zu kurieren. Ich stand an der Presse. Wir haben Ziegel hergestellt. Ich war wahnsinnig müde, die Hände waren geschwollen. Es war Fließbandarbeit und wenn ich mal dringend musste, dann schimpfte ich laut, rief nach dem Meister, der stellte den Schalter ab und ich rannte zur Toilette. Er fluchte gewaltig über mich, denn die Presse musste angehalten werden und das senkte den Produktionsausstoß. Das war ein Rüstungsbetrieb, ich erinnere mich noch, wie sie die Waffen verladen haben, Pistolen. Gewehre, Handgranaten. Die Waffen gingen an die russische Front. Auf uns wurde natürlich keinerlei Rücksicht genommen. Die Tatsache, dass sie mit ihrer erzwungenen Arbeit die verhassten Deutschen gegen die eigenen Landsleute unterstützten, ist vielen schon während des Krieges sehr bewusst gewesen. Das blieb eine Quelle von Qual und Zweifeln.
Ich weinte, dachte, oh Gott, mein Vater ist jetzt dort und ich tue etwas gegen den eigenen Vater. Ich helfe den Deutschen, erzählt Anna Odinokova. Aber was hätte sie tun sollen? Von bewussten Sabotageaktionen oder auch Selbstverstümmelung erzählen die Berichte nur sehr selten. Und auch da ist nicht sicher, ob das nicht doch späte Rechtfertigungserzählungen gewesen sind. Die Strafandrohungen waren drakonisch und für viele deutsche Arbeitgeber begann Sabotage ja schon bei Arbeit, die in ihren Augen schlecht oder unzureichend war. Auch andere organisierte Widerstandsarbeit war kaum möglich, schon wegen der häufigen Ortswechsel. Am häufigsten gab es spontan verzweifelte oder lange geplante Fluchtversuche. In die Heimat schaffte es so gut wie niemand, auch wenn die Flüchtigen manchmal schon weit gekommen waren. Oft wurden sie gerade von jungen Deutschen verraten, von denen sie sich Hilfe erhofft hatten. Sarkastisch sagt einer, wo konntest du schon hin mit deiner russischen Visage und ohne gutes Deutsch? Wer wieder eingefangen wurde, dem drohte Gefängnis oder KZ, auch die Todesstrafe zur Abschreckung. Wie erinnern sich die Ostarbeiter in ihren Berichten 45 Jahre später an die Deutschen, mit denen sie es zu tun gehabt hatten? Sehr genau und fast immer an übermäßige und willkürliche Schikane, Prügel der Vorgesetzten in den Fabriken, an Härte und den Geiz von Bäuerinnen, an sexuelle Übergriffe an den jungen Frauen, an die Beleidigung und Demütigung durch ganz normale Deutsche, die es für selbstverständlich hielten, Ostarbeiter als minderwertige Menschen zu behandeln. Aber gerade deshalb erinnern sich sehr viele ebenso genau an jede noch so kleine Geste von Mitleid und Anteilnahme, etwa an einen Meister, der ihnen mal Brot zusteckte oder sie etwas lernen ließ, von dem sie auch später mal profitierten. Bis an mein Lebensende werde ich das nicht vergessen. Wir wurden jeden Morgen zur Arbeit geführt, in Reih und Glied, einer mit Maschinenpistole vorn, einer hinten. Wir kamen immer an einem Haus mit wunderschönen Rosen im Garten vorbei. Nachdem ich sie entdeckt hatte, lief ich immer vorne in der ersten Reihe und wenn wir an dem Haus vorbeikamen, blieb ich am Haus stehen und schaute diese Rosen an. Dann reihte ich mich wieder hinten ein und ging weiter. Eines Tages, ich war kaum stehen geblieben, da kam ein Mann lächelnd auf mich zu. Das Gesicht strahlte richtig und er schnitt 3 Rosen ab. Die waren gerade erst aufgeblüht. Unglaublich schöne Rosen. Und die gab er mir. Mein Gott, mir liefen die Tränen. Mir war, als hätte mir jemand die halbe Welt geschenkt. Jetzt, nach 45 Jahren, als sie offener sprechen konnten, waren die Interviewten froh, angstfrei und ohne die verordneten Schablonen erzählen zu können. Zitat, wissen Sie, ich bin auch ganz normalen Deutschen begegnet. Das waren nicht alles gemeine Schufte. Es gab gute Menschen, auch solche, die uns geholfen haben. Aber die meisten waren doch Faschisten, fasst Nadeschda Bulava zusammen. Und diese Differenzierung unterscheiden, relativieren ja in gar keiner Weise die Schrecken der physischen und psychischen Gewalt, die Millionen Ostarbeiter in Deutschland erleiden mussten. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Diese Berichte zeigen, dass anderes Verhalten für die Deutschen auch in Kriegsdeutschland möglich gewesen war, ohne jede Gefährdung. Hier gilt schon gar keine Ausrede von Befehlsnotstand und auch nicht die Ausrede, man habe nichts gesehen und gewusst. Denn die Ostarbeiter lebten ja mitten unter den normalen Deutschen. Das Buch enthält auch die Wiedergabe vieler Bilder und von Postkarten, die die Ostarbeiter aus Deutschland in die Heimat schrieben. Für die Bilder haben sie große Anstrengungen unternommen, um gut auszusehen und so ihren Angehörigen weniger Sorgen zu machen. Postkarten durften sie schreiben, die wurden aber zensiert, sodass wir keine realistischen Berichte erwarten dürfen. Die Ostarbeiter durften umgekehrt auch Post bekommen,
aber sehr unregelmäßig und höchst unzuverlässig. Und deswegen kehren die Bitten um Lebenszeichen, um Post von zu Hause immer wieder. Das häufigste Thema aber ist das Heimweh, der ja meist sehr jungen Menschen, die zum ersten Mal von zu Hause weg waren. In meinem Kopf steigt das vertraute Bild von zu Hause auf. Dann möchte ich gern bei meiner Familie sein, in der einfachen Karte. Möchte so gern die lieben Worte von Vater und Mutter hören. Jetzt möchte ich wenigstens eure Worte lesen, aber es sind keine da. Eine Postkarte habe ich bekommen, mehr nicht. Oder ihr schreibt nicht. Ich schreibe euch oft. Schreibt mir eure Neuigkeiten. Damit auf Wiedersehen. Ich drücke allen fest die Hand und küsse euch. Gruß an alle Verwandten, eure Tochter. Ich schicke euch dies zur bleibenden Erinnerung an eure Tochter Mareika, die in Deutschland ist. Ich habe euch ein Foto geschickt, meine lieben Eltern, und warte schnell auf Antwort von euch. Denk an mich, Mama, wenn der Tag geht zur Neige, und ich denk an dich auf der weiten Reise. Denk an mich, Mama, wenn du am Abend ruhst, ich denke an dich, ob ich Hunger leide oder Durst. Und was ich auch tue, wo ich auch bin, ihr, meine Lieben, geht mir nicht aus dem Sinn. Wie euch schon bekannt ist, lebe ich in der Fremde, wo einem die Welt nicht lieb ist, und sende euch meinen allerherzlichsten Gruß aus Deutschland. Ich vermisse euch hier sehr. Und ich glaube, auch die Sonne scheint hier nicht so wie in der geliebten Heimat bei Mama und Papa. An dieser Stelle sind mehrere Zeilen von der Zensur durchgestrichen. Wohin ich auch gehe, wohin ich mich wende, Geborgenheit finde ich nicht in der Fremde. Und ob ich flicke, ob ich wasche, wo ich auch bin, meine liebe, geliebte Mama geht mir nicht aus dem Sinn. Erneut mehrere Zeilen durchgestrichen. Mama, Papa, macht euch keine Sorgen um mich. Alles ist gut, wenn es euch nur gut geht. Nur eins ist schlecht, wie ich euch schon geschrieben habe. Es wird schon kalt und ich habe nichts zum Anziehen für den Weg zur Arbeit. Der letzte Brief ging nach Mariupol. Die bisher vorgestellten Erinnerungen bezogen sich vor allen Dingen auf die Zeit von Mitte 1942 bis Mitte 1944. Das war die Kernzeit sozusagen. Man müsste sie noch ergänzen in der Thematik um die hygienischen Verhältnisse, die katastrophale Gesundheitsversorgung, um die Gruppenhierarchien und die internen Konflikte mit Aufsehern, mit Kapus, die wir ja auch aus der Lagerliteratur kennen. Um Liebesbeziehungen, geheime und geduldete, um Geburten, aber dazu fehlt jetzt hier die Zeit. Ich möchte nur hinzufügen, dass sich im letzten Kriegsjahr, spätestens seit Anfang 1945, die Verhältnisse für die Ostarbeiter lockerten. Es entstanden nun durchaus geduldete Schwarzmärkte. Das Ablegen der Ostkennzeichnung, wenn man unterwegs war, mal in der Stadt, wurde auch mal übersehen. Man saß auch mal zusammen mit Deutschen in den Luftschutzbunkern. Reisen auf eigene Faust wurden im allgemeinen Flüchtlingschaos leichter. Und je klarer die Niederlage wird, desto freundlicher wurden die Deutschen zu den Ostarbeitern. Das vierte Kapitel heißt Zwischen Deutschland und der UdSSR. In der Rückschau auf die letzten Monate und Wochen vor Kriegsende berichten die früheren Ostarbeiter vor allem von der Hoffnung auf Befreiung, aber auch von schrecklichen Gerüchten und zunehmendem Chaos.
Die Sorge ging um, dass die Deutschen noch kurz vor Kriegsende aus Angst vor Rache alle Ostarbeiter umbringen würden, so wie sie es ja bei den KZ-Häftlingen in vielen Fällen auch getan haben. Die Ostarbeiter wurden nun vor allen Dingen zur Trümmerbeseitigung und an der Front zu Schanzarbeiten eingesetzt. Dabei wurden sie auch oft kaum noch bewacht, aber wohin sollten sie weglaufen? In den ersten Tagen der Befreiung durch die alliierten Truppen kam es zu Hassausbrüchen, zu Plünderungen nicht nur der Lager, sondern auch bei der deutschen Bevölkerung, zu Vandalismus und Gewalt und vereinzelt zu der Rache, die die Deutschen gefürchtet hatten. Aber auch viele Begegnungen mit der Roten Armee verliefen anders als gedacht und natürlich gehofft. Es gab auch für die Ostarbeiterinnen Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee, denen man erzählt hatte, die seien ja durch die Arbeit im Reich deutsche Huren geworden. Von all diesen Dingen erzählen sie in ihren Berichten nur zögernd und indirekt, denn das war nun alles in der Sowjetunion mehr als tabu gewesen. Aber den Augenblick der Befreiung haben alle im Gedächtnis behalten. Der 11. April, mein Geburtstag. Ich bin frei. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aber dass ich frei bin, das weiß ich. Jemand spielte Akkordeon, einer unserer Offiziere. Er spielte wunderbar, so beschwingt, und ein Leutnant tanzte dazu. Ein hübscher Leutnant, ein ganz junger. Er tanzte, und ich war ja früher, also vor dem Krieg, eine leidenschaftliche Tänzerin gewesen. Ich trat in den Kreis, niemand hatte mich gedrängt. Der Leutnant tanzte und sagte, bitte, lass mich nicht im Stich, macht jemand mit? Ich wollte ihn auf keinen Fall im Stich lassen, auf keinen Fall. Mir war ja auch so froh ums Herz. Der Krieg war vorbei. Ein Panzer mit russischer Besatzung fuhr ins Lager. Der Kommandant kletterte heraus, stellte sich auf den Panzer, setzte den Helm auf und sagte, Kameraden. Mein ganzer Körper fing an zu zittern. Mir liefen die Tränen. Na ja, wenn man plötzlich so vertraute Worte hört. Und vor mir lag das Leben. Was für eins? Egal, es lag einfach wieder ein Leben vor mir. Ja, was für ein Leben lag vor Ihnen? Schon im Februar 1945 hatten die Alliierten in Jalta vereinbart, dass alle Sowjetbürger, die sich bei Kriegsende im Deutschen Reich befinden würden, in die Sowjetunion zurückgeführt werden sollten. Als ersten Schritt richteten auch die Briten und Amerikaner Sammelstellen ein, um die Übergabe an die Sowjetunion vorzubereiten, auch um wieder Ordnung in das Chaos der Tage in der Befreiung zu bringen. Unter den früheren Ostarbeitern, vor allem in den westlichen Sammellagern, gab es zunächst Unsicherheit und Zweifel, wohin sie sich wenden sollten. Viele erinnerten sich später an die Agitation sowjetischer Vertreter in den westlichen Sammelstellen, die solche Zweifel zerstreuen sollten. Sie versprachen einen herzlichen Empfang in der Sowjetunion und die Vergebung für alle in Deutschland begangenen Sünden. In ihren Zonen gestatteten die westlichen Alliierten sehr begrenzt Ausnahmen von der Rückführung. Einige wenige Frauen gingen mit ihren französischen oder holländischen Freunden mit, noch weniger blieben bei den Familien auf dem Land, bei dem sie gearbeitet hatten. Die übergroße Zahl der Ostarbeiter, auch in den westlichen Lagern, glaubte den Warnungen vor der Sowjetunion nicht. Sie wussten ja auch kaum etwas über die Lage und vor allen Dingen, sie wollten einfach nach Hause zurück. Wie viele Menschen, viele Ostarbeiter den Krieg in Deutschland nicht überlebt haben, das wissen wir leider nicht. Dafür gibt es gar keine Zahlen. In den von der Sowjetunion besetzten Gebieten war schon vor Kriegsende mit der Vorbereitung für die Rückführung begonnen worden, mit der Gründung der sogenannten Repatriierungsbehörde, die eng mit dem Geheimdienst NKWD zusammenarbeitete.
Alle Ostarbeiter wurden in Sammellagern zusammengezogen, ohne Ausnahme, und dort registriert. Dann wurden sie nach und nach weitertransportiert in sogenannte Filtrierlager. Dort wurden sie von der Behörde, dem NKWD und der Spionageabwehr verhört, nach Kollaboration und Verrat gefahndet, unter strikter Lagerdisziplin mit weitgehend willkürlichen Ergebnissen. Und wer von den Westalliierten befreit worden war, der wurde sowieso besonders misstrauisch behandelt. Wir wurden in eine Stadt gebracht. Dort blieben wir lange. Bestimmt 2 Wochen. Du meine Güte, wir mussten alles aufschreiben, wo du warst, was du gemacht hast, ob du nicht den Amerikanern versprochen hast, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich habe kein einziges wohlwollendes Gesicht gesehen. Uns wurde gleich gesagt, dass Stalin nicht mal seinem eigenen Sohn vertraut hat. Da waren wir also, ohne Schuld, schuldig. Wir wurden einzeln geholt. An einem Tisch saßen unsere Militärs. Du kommst rein und sieh gleich, wie ist dein Name? Ich sage, ich bin Jevdokija Pantelejewna Petrova. Sie hatten schon eine Akte über mich. Hast du den Deutschen geholfen? Ich sage, ja. Und? Hast du dich angestrengt bei der Arbeit? Hast sicher alles gegeben. Und dass die Deutschen unsere Soldaten umgebracht haben, was ist damit? Ich hatte doch Angst, sage ich, dass sie mich schlagen und mich umbringen, wenn ich nicht arbeite. Sieh darauf, warum bist du nicht zu den Partisanen gegangen? Ich sage, was denn für Partisanen? Bei uns gab es überhaupt keine Partisanen. Nur die Deutschen sind gekommen 1941. Und 42, gleich am Anfang, da haben sie mich geholt. Ich musste lange schwitzen bei denen, kam puterrot da raus. Von vornherein verdächtig waren die Menschen, deren Familien schon während des großen Terrors 36, 37 betroffen worden waren von den Säuberungen, und die wenigen Juden, es gab einige wenige Juden, die unter falschen Namen als Zwangsarbeiter in Deutschland gelebt hatten. Und wer im KZ überlebt hatte, wie hätte er das dann machen können, wenn er nicht mit den Deutschen kollaboriert hätte? So der Verdacht. Die Überführten, oder besser alle, die nur irgendwie in Verdacht gerieten, wurden nach den Verhören verhaftet und zur Zwangsarbeit in die Lager des Gulag geschickt, mit dem Regelurteil 10 Jahre. Viele der über 18-jährigen Männer wurden nicht nach Hause entlassen, sondern in die Armee eingezogen, als Vertrauensbeweis. Andere zur Arbeitsarmee, einer milden Form der Arbeitsverpflichtung, vor allem zum Aufbau der zerstörten Industrie- und Bergbauunternehmen im Donbass. Aber auch alle anderen, die nach Hause zurückkehren konnten, kamen als Menschen zweiter Klasse zurück. In vielerlei Hinsicht diskriminiert, zum Schweigen über ihre Zeit in Deutschland verurteilt, mit dem Druck eines von Staat und Gesellschaft vermittelten Schuldgefühls, weil man sich ja verschleppen ließ, keine Flucht gewagt hatte, sich nicht widersetzt habe. Jewgenija Savrankaja sagte, Zitat, das aus der eigenen Psyche wieder herauszubekommen, ist sehr schwer. Man hat mir eingetrichtert, dass ich mich schuldig gemacht habe. Und mit dieser Schuld lebe ich bis heute. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht schuldig zu sein. Nein, irgendwie bin ich schuld. Und mit dieser Schuld lebe ich weiter. Das letzte Kapitel heißt In der Heimat. Die Rückkehrer aus Deutschland erwartete in jeder Beziehung ein schweres Leben. Ihre Heimat war im Krieg und dann noch einmal durch den deutschen Rückzug der verbrannten Erde schwer getroffen, Familienangehörige gestorben. Vor allen Dingen im Süden herrschte in den Jahren 46 und 47 erneut eine schwere Hungersnot. Aber am schwersten und vor allen Dingen am nachhaltigsten traf sie die offene und versteckte Diskriminierung. In den Nürnberger Prozessen hatte die Slave Labor, die Zwangsarbeiter, eine große Rolle gespielt. In der Sowjetunion aber wurden sie nicht als Opfer des Naziregimes anerkannt, wurden offiziell nur
Repatriierte genannt. Im Alltagsbewusstsein verbanden die Menschen der Sowjetunion mit diesem Begriff Menschen, die kein Vertrauen verdienten, ja beinahe und irgendwie Verräter waren. Als ich zurückkam, war das erste Wort, das ich hörte, Hure. Verstehen Sie? Ich wusste nicht, was das ist. Und so wurde ich gleich begrüßt. Ich bin hingegangen und habe gefragt, Tante, was ist das? Da sagt sie, sei still, sonst kriegst du noch ganz anderes zu hören. Endlos Vorladungen vom NKWD, Tag und Nacht. Ein Auto kam und man wurde abgeholt. Und vor allem, wenn dich die Deutschen foltern, dann weißt du, das ist ein Deutscher, das ist ein Faschist. Aber einer von uns, wenn er dir ins Gesicht sagt, du hast dich an die Deutschen verkauft und ich sage, wieso habe ich mich an die Deutschen verkauft? Ich war 16 Jahre alt, sage ich. Wer ist denn schuld daran, dass mich die Deutschen weggeholt haben? Wir sind nicht freiwillig dorthin gefahren. Wir wurden mit Misstrauen betrachtet, als wären wir schuld, dass sie uns im Stich gelassen hatten. 14-jährige Kinder und Alte, während sie selber sich nach Südosten absetzten, Richtung Stalingrad. Als wir zurückkamen, haben uns alle verachtet. Ach, ihr deutschen Flittchen, ihr seid doch freiwillig ins besetzte Gebiet gegangen. Ich hab's da versucht und dort. Keiner hat mich eingestellt. Ich war ja in Deutschland gewesen. Die meisten derjenigen Menschen, die Filtrierlage unbeschadet überstanden hatten, also nach Hause zurückkehren konnten gleich, entgingen direkten Repressionen. Aber fast alle waren in ihren Rechten eingeschränkt. Die Jahre im Deutschen Reich wurden ihnen nicht anerkannt. Die dunklen Flecken in ihren Lebensläufen wirkten so negativ, etwa bei Bewerbung zum Studium, dass manche versuchten, ihren Lebenslauf zu fälschen, auch KZ-Aufenthalte zu verschweigen. Selbst in Ehen wurden Aufenthalte in Deutschland verheimlicht. Und noch verletzender als die offizielle Ablehnung war eine Ablehnung durch Kollegen, Nachbarn, Freunden. Wie die Ablehnung einer angehenden Lehrerin von ihren Kollegen, Zitat, mit ihrem Lebenslauf dürfen sie keine jungen Menschen erziehen. Die Repatriierten wurden nie zur Ehrung und Feiern zum Sieg im großen Vaterländischen Krieg eingeladen. Sie hatten keinerlei Möglichkeiten, über ihre Erfahrung zu sprechen oder gar zu schreiben. Denn ihre öffentliche Existenz hätte ja auch an die Fehler der Parteiführung unter Stalin erinnern. Fehler, die diese ersten raschen Eroberungserfolge der Deutschen ja erst möglich gemacht hatten. So versteckten die früheren Ostarbeiter die Dokumente, die Unterlagen, Briefe dieser Zeit, wenn sie sie nicht ohnehin schon vernichtet hatten. Das Aufheben deutscher Dokumente hätte ja als Sympathie für die Deutschen ausgelegt werden können. Erst die politische Öffnung unter Gorbatschow und dann die Arbeit von Memorial ab 1990 öffneten die Schleusen, der Damm der Verdrängung brach. Für die meisten, die dann interviewt wurden, war es das erste offene Gespräch überhaupt. Nicht nur über ihre Zeit in Deutschland, sie wollten nun unbedingt über ihr ganzes Leben sprechen, über die Albträume, die ihr Leben 45 Jahre lang begleitet hatten. Die Herausgeber schreiben im Nachwort, Zitat, als wir die Gespräche begannen, kannten wir nur die allgemeinen historischen Fakten. Wir dachten selbst in Klischees und ahnten nicht, wie schwierig, ja vielleicht unmöglich der Versuch sein würde, einen der letzten weißen Flecken in der Geschichte des Krieges zu tilgen. Wir hatten keine Ahnung vom Ausmaß dieses weißen Flecks und von den Folgen des jahrzehntelangen Schweigens von Hunderttausenden von Menschen, die bei denen sich keine kollektive Erinnerung an das Erlebte herausbilden konnte.
Uns war nicht bewusst, wie tief das Trauma war der Menschen, die als Jugendliche gewaltsam von zu Hause verschleppt und in Feindesland gebracht worden waren. Ihre Erinnerungen passten in keine der üblichen Geschichten vom Zweiten Weltkrieg. Und wie schwer es war, all die Jahre mit dieser Vergangenheit zu leben und sie verdrängen zu müssen. Und deswegen ja auch der Titel des Buches, Für immer gezeichnet. Das Leben dieser Menschen war von einer lebenslangen Kränkung gezeichnet. Wie Tatjana Savenko sagt, Zitat, in Deutschland betrachtete man uns als Feinde, in Russland als Verräter. Drei Sätze noch, ich komme zurück zum Anfang. Irina Scherbakowa lebt derzeit im Exil in Deutschland und setzt hier ihre Arbeit fort. Und sie kämpft dafür, dass sie diese Arbeit wieder in Russland aufnehmen kann. Nach ihrer Überzeugung wird das nur gehen, wenn der Krieg zu Ende ist, dadurch, dass die Ukraine wieder vollkommen frei und souverän sein wird. Und sie sagt, die Aufgabe der Aufklärung und Aufarbeitung wird dann in Russland noch viel größer sein. Wir sollten bei uns nicht vergessen, der Sieg über die Diktatur war ja auch in Deutschland die zwingende Vorbedingung und Voraussetzung für all unsere zugegeben späten Bemühungen um Aufklärung und Erinnerung. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie immer können Sie gerne Fragen stellen, Stellungnahmen, Einwände. Bitte schön. Jan, geht es ohne Mikro? Bitte schön, ja. Ja, ich wollte keine Frage stellen und auch keine Einwendung erheben. Ich wollte mich bedanken für diese eindrucksvolle Veranstaltung. Aber wollte einen Hinweis geben. Cornelius weiß das und viele andere ja auch. Es steht auch im Programm zum 27. Januar ganz am Schluss. Am 21. Januar beginnt im Focke-Museum eine Ausstellung Verschleppt, Versklavt, Vergessen, Fragezeichen, Zwangsarbeit in Bremen 1939 bis 1945. Die Ausstellung wird am Freitag, den 20. um 19 Uhr eröffnet werden. Das ist eine Ausstellung, die vorbereitet worden ist durch Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft. Also Menschen, die seit langen Jahren in ihren Stadtteilen recherchiert haben über dortige Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen, von zivilen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen und von KZ-Häftlingen. Eine kleine Ausstellung, eine sogenannte Bürgerausstellung, die ja anknüpft an das, was heute ohne Bremen-Bezug sehr umfassend vorgestellt worden ist. Danke. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe bei der Konzeption, beim Studium natürlich auch dann gedacht, welche Rolle soll Bremen spielen, ne, die Verhältnisse vor Ort. Und natürlich gab es auch in Bremen viele dieser sogenannten Ostarbeiter. Wir hatten in Bremen kurz vor Ende des Krieges ungefähr 200 Lager unterschiedlicher Größe. Also Bremen war als Rüstungsschmiede, als Zentrum der Rüstungsproduktion natürlich auch stark bestückt mit Lagern. Es gab ungefähr 25.000 Ausländer, davon knapp die Hälfte sogenannte Ostarbeiter. Also man hätte all das auch von Bremen aus machen können. In diesem Fall haben wir uns entschlossen, dass ans Buch, also die Stimmen zu hören, weil Ostarbeiter, die in Bremen waren, von denen wir etwas hätten berichten können, habe ich nicht gefunden. Vielleicht werden wir sie da finden. Ich bin ganz gespannt auf die Ausstellung. Vielen Dank. Also jetzt schon an diejenigen, die das gemacht haben und auf den Hinweis. Das war jetzt eine Entscheidung der Beschränkung. Ich kann da auch nur sehr allgemeine Dinge. Alle Großbetriebe, die Rüstungsproduktion gemacht haben, von Borgward über Focke Wulf, Wollkämmerei, die Werften, überall waren Zwangsarbeiter unterschiedlicher Nationalität, eben auch Ostarbeiter. So viel kann ich sagen, aber ich habe jetzt keine Detailkenntnisse. Das trifft auch für Bunker Valentin zu. Ja. Da waren mehr KZ-Häftlinge,
Kriegsgefangene, aber es war ja eine unglaublich bunte Mischung von Zwangsarbeit, die da versammelt war. Es waren Franzosen dort, es waren Ostarbeiter, es waren aber eben auch die KZ-Häftlinge, die von woanders her gebracht wurden. Der Bunker Valentin ist eines der Projekte. Ja. Bitte schön. Ich habe zufällig gestern mit einem 90-Jährigen gesprochen, der sich erinnert, als Kind das gesehen zu haben, nämlich wie in Bremen, in der Stadt, im Zentrum, Leute hingeschafft wurden, dann verteilt wurden jeden Tag und am Abend dort wieder abgesammelt wurden und dann in zerlumpter Kleidung quer durch die Stadt in einem langen Zug gezogen sind. Und das fand ich sehr eindrucksvoll und ergänzt das, was hier uns erzählt wurde, um diesen lokalen Aspekt. Danke sehr. Ja, also gerade die letzten Wochen und Monate, als die großen Bombardierungen waren, wurden die Zwangsarbeiter aller Art, die Frauen von Obernheide, die ja eher KZ-Häftlinge waren und eingesetzt, um Trümmer zu beseitigen. Und schon da waren sie ja in der Stadt überall sichtbar. Da gibt es ja auch Bilder davon. Sie waren einfach da. Ich glaube, jeder hätte sie sehen können. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre hat ja die Bundesregierung versucht, Gelder zusammenzukriegen, um einige kleine Entschädigungen von überlebenden Ostarbeitern zusammenzukriegen. Unter anderem sollte die Hälfte dieser Summe vom Bund Deutscher Industrie zusammengetrieben werden. Und dieses Geld wurde dann vom Bund Deutscher Industrie wieder eingebeten bei deutschen Firmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt. Ich bin dann auch irgendwann angeschrieben worden, da war ich Geschäftsführer einer Firma von 700 Leuten in Norddeutschland. Die hatten zur Kriegszeit 170 Zwangsarbeiter. Das hatte unser Archivar, der die Geschichte aufgearbeitet hat, gut dargestellt. Und da ging es dann darum, wie viel denn unser Beitrag sein würde. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, es war proportional zu der Anzahl der Ostarbeiter, die in der deutschen Industrie waren, waren die 170 wenig. Dann wurde das also in dem Quotienten uns mitgeteilt, dass wir das hätten zahlen sollen. Also es waren in dem Fall 125.000 Mark an uns gestellt worden. Ich konnte darüber nicht alleine entscheiden, über diese 125.000 Mark. Man musste unsere englischen Besitzer fragen, ob ich denn die 125.000 Mark zurückstellen und einzahlen darf in das BDI. Da wir aber Engländer gehörten, haben die Engländer gesagt, Moment mal, das ist eine englische Firma, wir werden doch keinen Pfennig dafür zahlen. Und wenn du das zahlen willst, dann versuch mal auf einem anderen Wege das zusammenzukriegen. Ich habe selber dann mit dem Besitzer der Firma gesprochen, hatte ich zufällig das Glück, ihn zu treffen, ein großer Industrieller mit Milliardenanlagen, und habe ihn gebeten, einzuwirken auf die Firmenleitung, dieses Geld freizugeben. Und er hat es dann Gott sei Dank getan. Aber ich habe mich dermaßen geschämt für diese lächerliche Summe, für 170 Leute, die jahrelang dort Munition hergestellt haben. Das war wirklich schamvoll. Sehr gut. Bitteschön. Ja. Ja, ich bin in dem gleichen Verein, in der kleinen, das nennt sich in Bremen, Freundeskreis, Kontakte, da, worauf eben hingewiesen wurde, die Mitarbeit beim Focke-Museum. Aber ich habe selber einen Zwangsarbeiter lange Jahre kennengelernt. 1989 bis vielleicht 2018, da ist er gestorben. Und er war ein junger Mann mit vielleicht 17 Jahren, der auch sozusagen freiwillig gegangen ist in die Landwirtschaft nach Schlesien und hat es, ja, man wundert sich vielleicht, aber hat sich gefreut, dort zu sein und hinterher noch immer von Deutschland etwas geschwärmt. Und die deutsche Sprache hat er vom Gymnasium schon bestens und freute sich, dass er mich kennenlernte, um die deutsche Sprache noch weiter zu kennen.
und hat hier oft mich besucht und ich ihn auf der Datscha. Und er hat hier arbeiten wollen und hat hier bei Bauern in Fischerhude gearbeitet und so weiter. Auf jeden Fall habe ich spät auch erst erfahren, dass er auch nach Sibirien musste als verdächtiger Deutscher. Ukrainer. Und jetzt habe ich noch Kontakt zu seiner Tochter, die in der Nähe von Saporoschje wohnt. Oder in Saporoschje, also in der Nähe von dem großen Kraftwerk. Zum Glück erfahre ich noch über Internet. Ja, das ist ein Teil. Also, man liest das auch in den Berichten, dass es Einzelne gibt, die tatsächlich Glück gehabt haben. Vor allem auf dem Land. Ne? Also wenn sie das Glück hatten, bei einer Bäuerin, einem Bauer, einem alten Bauer, der nicht an die Front musste, zu kommen, den anständig behandelt hatte, dann gab es da auch richtige Bindungen. Aber das sind leider eben verschwindend kleine Teile. Aber ich finde das gut, dass man auch die wahrnimmt. Und vielen Dank für den Bericht. Wahrscheinlich, man hat es ihm nicht gedankt in der Sowjetunion, dass er da... Ja? Er ist später Ingenieur geworden. Ja, gut. Ja, aber erst mal ins Lager. Ja. Ja, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Für mich war neu, dass so viele Frauen oder auch deportiert worden sind hier nach Deutschland. Also ich habe immer gedacht, das war vielleicht 10% oder 5%. Und ich habe das so verstanden, als ob es eine richtige strategische Überlegung der Deutschen gegeben habe, das etwa ausgewogen zu machen. Kannst du sagen, woher du das hast? Kann man das nachlesen, dass die Deutschen darüber nachgedacht haben? Ja, denn das in dem Vorwort von ist es auch geschildert, kurz, von Ulrich Herbert. Der hat das Vorwort gemacht hier. Der Ulrich Herbert hat das Vorwort gemacht für die deutsche Ausgabe. Da ist das kurz erwähnt. Ja, sie haben das komplett anders gehandhabt. Also bei den Franzosen, Holländern und Belgern ging es ihnen in erster Linie um kräftige Männer. Ne? Also die sollten arbeiten können, gesund, kräftig, und die waren ja auch in der Regel besser in Kondition als andere. Bei den Ukrainern, Belarussen, Russen, die von den Deutschen ja meist einfach nur Russen oder Bolschewiken genannt wurden, haben sie von Anfang an das anders gemacht, weil sie Angst hatten, wenn da viele Männer kommen, wenig Frauen, dann gibt es den natürlichen Trieb der Menschen, sich dann das andere Geschlecht zu suchen. Und dann hatten sie die Befürchtung, dass da deutsche Frauen sich finden. Bei den Franzosen, Holländern war es nicht so dramatisch. Aber bei den minderwertigen, slawischen Untermenschen war es eben, wollten sie nicht. Sie hatten da ganz klare rassische Bedenken. Die Holländer waren ja auch als Arier irgendwie angesehen. Da war das nicht so ein Problem. Also das ist eine bewusste, rassetheoretisch begründete Entscheidung gewesen, dass sie von Anfang an ganz strikt die Hälfte der Frauen, damit die untereinander bleiben konnten. Und man hat das mehr oder weniger auch erlaubt, dass Männer und Frauen sich begegnen konnten und zusammen sein konnten. Ja. Um das so zu kanalisieren. Ne? Ja. Ja. War bestimmt auch eine strategische Erwägung mit dabei, wenn man über 1 Million fremde Männer aus dem Osten rübergeholt, das hätte ja auch eine zweite Front geben können. Also man wusste ja nicht, wie der Krieg sich weiterentwickelt, zumal sie auch noch in der Rüstungsindustrie häufig eingesetzt waren. Und da fühlte man sich wahrscheinlich mit weiblichen Mitarbeitern, ja, hätte man einfacher regeln können. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, es ist ja immer interessant, das ist ja tatsächlich auch so zweigeteilt in diesen ehemaligen, die aus der Sowjetunion kamen, und den polnischen. Also ich kenne das aus meiner Kindheit und Jugend noch, dass ja tatsächlich bei den Bauern, ich komme aus der Magdeburger Bürde, da es wirklich noch Kontakte gegeben hat, noch bis in die Neuzeit rein, von ehemaligen Zwangsarbeitern, die dann wieder Kontakt aufnehmen konnten. Da war es ja relativ einfach zwischen Polen und der DDR. Ja, und es ist ja hier auch, also es kann ja, hatte wohl jeder Bauernhof auch hier in Niedersachsen Zwangsarbeiter gehabt. Und da muss man sich mal vorstellen, so in kleinen Dörfern und Gemeinden, wo kaum noch Männer waren, da war ja fast jeder Mann, der da rumrannte, ja eigentlich ein Zwangsarbeiter, wenn man so will. Ja. Also auf dem Hof meines Großonkels im Schwarzwald
war auch ein Ostarbeiter, der ist bis zu seinem Tode da geblieben. Der ist vor, ich glaube, 15 Jahren oder sowas gestorben. Das habe ich nicht mehr genau mitgekriegt. Der hatte mit der Tochter meines Großonkels, die mit einem verschollenen Mann eine Tochter hatte, der hat mit ihr eine Beziehung gehabt. Das durfte aber niemand wissen. Bis zum Tode dieser Frau und bis zu seinem Tode. Ich wusste das und mein Vater wusste das auch, aber sonst durfte das niemand wissen. Das ist... Ja, bitteschön. Die Tatsache, dass die Hälfte der aus Osteuropa verschleppten Zwangsarbeiter Frauen waren und dass da auch sexuelle Kontakte nicht streng verboten waren, das war mir auch überhaupt nicht bewusst bisher. Ich habe vor kurzem in einer Tageszeitung, in der Taz, Taz Nord, ein interessanter Artikel, sehr unauffällig, eine Spalte nur, dass in Hamburg auf einem Friedhof, auf dem Ohlsdorfer Friedhof, ein Kubus mit vielen kleinen Kästchen gestaltet worden ist, auf dem die Namen von Kindern eingraviert worden sind, die aus solchen Beziehungen stammten und die gestorben sind, durch bewusst oder durch die schlechten Lebensumstände. Das hat also, das ist eine Folge, die also für hier in Bremen noch niemand irgendwie sich bewusst gemacht hat. Als Kinder gestorben sind. Ja, als die Kinder. Zunächst sind ja, stand auch in diesem Artikel, sind die Frauen, die schwanger geworden sind, nach Hause geschickt worden. Das hat man schnell abgestellt, weil man dann den Eindruck hatte, die sind schwanger geworden, um nach Hause zu kommen. Und dann hat man aber den Kindern, mussten die ganz schnell nach der Geburt, 10 Tage später, wieder arbeiten. Die Kinder hatten dann die entsprechenden Lebensumstände, dass ihre Lebensdauer zum Teil sehr kurz war. Also das ist, fand ich, eine erstaunliche Initiative in Hamburg zu dieser, zu diesem Kubus auf dem Ohlsdorfer Friedhof geführt hat. Vielen Dank, ja, das gehört zu den vielen Dingen, die wir jetzt weggelassen haben. In der Tat, am Anfang wurden tatsächlich auch vor allen Dingen Frauen wieder zurückgeschickt, wenn sie krank wurden oder schwanger wurden. Ne? Also sie wurden Anfang 43 noch zurückgeschickt. Dann hatten die Deutschen den Eindruck, dass das zu viel würde und dann wurden sie einfach nicht mehr ordentlich behandelt, mussten bleiben und wenn sie Kinder bekamen, bekamen sie die in Deutschland und es war dann genauso, wie sie geschildert haben. Manchmal durften sie die in den Barackenlagern behalten, aber es war natürlich ein elendes Leben und wenige haben das überlebt. Ja, ja. Ja, gerne, bitte. Noch wegen der Geheimhaltung, von der jetzt Cornelius auch das Beispiel gegeben hat. Da gibt es jetzt ein Buch, schon ein paar Jahre, von einem, der sehr spät festgestellt hat, dass er der Sohn eines Zwangsarbeiters aus St. Bostel ist. Kennen Sie das Buch? Nee, aber ich, solche Geschichten, ja, nee, ich kenne es nicht. Bürgerhaus, Pegesack hat den gleichen Bürgerhausleiter gehabt, den Namen, ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen. Auf jeden Fall, seine Meier. Mutter war von ja, der Meier, ist, Gerd der ist Meier. Meier, ja. Gerd Meier. Also, den Namen kann man nicht nennen. Genau. Aber er hatte den gleichen Namen und er hat sich später den Vornamen seines richtigen Vaters dazu geben lassen oder sich dann ja, so bezeichnet. Der hat also auch sehr spät erfahren, dass er der Sohn eines Zwangsarbeiters gewesen ist und seine Mutter von einem Bauernhof in der Nähe von St. Bostel. Und dort auf dem Hof hat auch niemand darüber gesprochen. Und ganz spät hat er durch seine Kinder und deren Reisen nach Russland und so weiter Kontakte aufnehmen können mit den Verwandten dieses seines Vaters. Und das einzige Kreuz in St. Bostel, auf dem sonst nur Unbekannte begraben sind, ist also ein orthodoxes Kreuz, wo der Vater dieses Gerd Meier verzeichnet ist.
Also Stichwort St. Postel nochmal, das ist ein Lager durchaus zu besichtigen. Dieser Friedhof ist hochinteressant, wegen der Inschriften auf den Grabsteinen, aber das in der unmittelbaren Nähe des Friedhofs gelegene Lager St. Postel, das ein Lager eben für Ostarbeiter gewesen ist, das ist auch sehr interessant zu besichtigen. War das eine Wortmeldung, Herr Gamm? Ja, ich würde gerne noch eine Zusatzfrage stellen. Und mich hat das sehr erschüttert, dass diese jungen Mädchen, Frauen, die da entweder freiwillig oder dann gezwungenermaßen nach Deutschland gekommen sind, natürlich wie immer in solchen Fällen sexuell missbraucht, vergewaltigt worden sind und dann hinterher noch so als Hure beschimpft werden. Wir haben zum Beispiel gerade im Iran das gleiche Phänomen. Wir kennen es aus vielen afrikanischen Ländern und auch anderen, wo Frauen massenvergewaltigt werden und dann hinterher noch die besondere Schuld ihnen aufgebürdet wird, Huren zu sein. Also erstens würde ich gerne wissen, ob bei eurer Recherche und Lektüre vorgekommen ist, auch, dass es Männer gegenüber solche Übergriffe gegeben hat, ob es da irgendeine Öffentlichkeit darüber gibt. Und gibt es Forschung zu diesem besonderen Phänomen, dass Frauen sozusagen da immer mindestens doppelt bestraft werden? In Russland, bei uns, also das ist ja ein Phänomen, was leider viele Gesellschaften auszeichnet. Also was die Ostarbeiter angeht, ist das aus diesem Buch, und das ist das Einzige, was wir jetzt als so ausführliche Quelle kennen, nicht erkennbar. Und das mit den Huren ist ja auch gar nicht so, also das ist ja einfach der Vorwurf, dass sie da waren. Also so wie sie die Sowjetunion den Kriegsgefangenen vorgeworfen haben, den russischen Kriegsgefangenen, sowjetischen, dass sie sich haben gefangen genommen lassen haben, wurde den Zwangsarbeitern vorgeworfen, dass sie überhaupt in Deutschland waren. Angeblich freiwillig, dass sie gearbeitet haben, dass sie nicht zu den Partisanen gegangen sind und. Die Tatsache der Arbeit in deutschen Betrieben, in deutschen Familien war schon sozusagen, das war die Hurerei. Nicht konkrete Kontakte oder irgendwelche Geschichten über diese Frau, die kannte ja niemand. Die kam ja ganz unbekannt dahin und wurde dann beschimpft, weil sie daher kam. Also mehr kann ich gar nicht sagen. Es war das gewachsene Vorurteil durch die Propaganda erzeugt, dass die alle irgendwie da Sünden begangen hätten, Huren sich gemein gemacht hätten mit den Deutschen. Und genauere Geschichten über das Ausmaß oder die tatsächliche, zum Beispiel die mögliche strafrechtliche Verfolgung von Deutschen, die solche Vergewaltigungen gemacht hätten, sind mir nicht bekannt. Also ich weiß es einfach nicht. Könnte sein, dass es sowas gibt, aber mir ist es gar nicht bekannt und ich fürchte, aus der Sowjetunion wird es gar nichts geben. Also da hat die Arbeit von Memorial und so einfach nicht ausgereicht, um solche Dinge aufzudecken. Interessiert da keinen. Ich glaube, ich fürchte, also ich kann die Frage nicht beantworten, leider. Ja, gut, dann dürfen wir nochmal die nächste Veranstaltung ankündigen. Steht natürlich alles im Programm, aber ich möchte gerne dafür werben. Das ist am 17. jetzt am kommenden Dienstag in der jüdischen Gemeinde. Das hat dann auch mit diesem Raum Osteuropa zu tun. Der Dr. Boris Sabarko, fälschlicherweise steht hier Scharkiv, der kommt aber aus Kiew, lebt jetzt in Stuttgart. Und der Dr. Sabarko ist lange Jahre, er ist Historiker, er ist lange Jahre der Vorsitzende des Verbandes der Holocaust-Überlebenden in der Ukraine gewesen. Hat da viel Material veröffentlicht dazu. Ist, glaube ich, jetzt 85 oder 87 Jahre alt, ist aber lebendig und aktiv, kommt nach Bremen in die jüdische Gemeinde. Sie finden das alle, sind sehr herzlich eingeladen. Das wird uns den Blick nochmal vertiefen auf diesen Raum. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass Sie gut nach Hause kommen. Bedanke mich für Ihr Dasein. Ja.